So. Willkommen zurück. Ihr seht, ihr hört nichts, seht nichts, weil Server down. Ich habe jetzt eben schon mal geguckt, weil ich gucke mal gerade nochmal. Ich ziehe mir das mal gerade hier rüber. Fortnite Login-Probleme. Hallo. So, wie wir sehen, gibt es weltweit ein paar Probleme, was Fortnite betrifft. Also ich komme auf den PC schon mal definitiv gar nicht rein. Man sieht ja, es wird immer mehr. Hier war es eben mehr, aber inzwischen ist hier mit, sag schon, Deutschland, Frankreich, die Ecke und England ein Teil ist anscheinend total down. Ich weiß nicht, ob ihr noch drin seid. Also mein Sohn zum Beispiel auf der Switch kann ohne Probleme spielen. Ich habe echt keine Ahnung, was los ist. Ich probiere es jetzt einfach nochmal neu zu starten. Also eben hat er mich wenigstens versucht einwählen zu lassen, aber jetzt ist Feierabend. Ja, sind wir offline. Klar und deutlich zu sehen. In dem Sinne würde ich sagen, gibt es wohl heute kein Fortnite-Video mehr, leider. Ich wollte jetzt eigentlich auch noch ein paar Packs öffnen, aber ich hätte halt schon gern die Fortnite-Musik im Hintergrund. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich eventuell auf YouTube irgendwas finde, was so 15, 20 Minuten geht, dass ich wenigstens das im Hintergrund habe. Aber ihr seht ja, hier geht gerade gar nichts. Und gar nichts bedeutet wirklich gar nichts. Aber trotzdem möchte ich nochmal Danke sagen für all die, die jetzt abonniert haben. Wir haben jetzt unsere 80 Abonnenten wieder erreicht. Erstmal, wie gesagt, danke dafür. Und was die Klickzahlen angeht, das ist einfach nur krank. Ich habe allein mit dem letzten Video jetzt so viele Klicks gemacht, wie mit ganz vielen anderen. Oh Gott, da könnte ich 10 Rette die Welt Videos zusammen machen, da käme ich nicht dahin. Und schon mal, wie gesagt, ich kann immer und wieder nur danke, danke, danke. Und all die, die halt noch keine Abonnenten sind, können halt jetzt gerne ihr Abo dalassen. Ich denke mal, dieses Video hier werden auch einige gucken und ich hoffe halt wirklich, dass es bald weitergeht. Ich habe auch noch offiziell nichts gefunden. Ich kann jetzt noch mal gucken, ob hier irgendwo mal langsam was kommt. Es stand halt nur heute schon mal drin. Netzwelt, aktuelle Störung, Störungsmelder. Gucken, was da kommt. Da sieht man ja. Voll. Dunkel, voll. Aber, ja gut, jetzt sind schon wieder 6 Minuten, ist die Stunde erst dran, sind jetzt schon wieder 500 noch was Meldungen. Hier waren anscheinend die Meldungen auch schon kurz. Dann weiß man, bla 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 bla. Bei mir steht, ja genau, Login fehlgeschlagen war bei mir nämlich auch. Gut, auf dem PC hat es jetzt nicht seit Tagen. Oh Gott, also 10 Monate her. Ja, Köpp. 10 Minuten. Ja, wie gesagt, deshalb habe ich auch das Video jetzt gemacht. Mich wollte einfach mal interessieren, sind jetzt alle Server down, weil, wie gesagt, die Switch funktioniert anscheinend. Also da funktionieren die Server. PlayStation habe ich jetzt nicht angemacht, aber ich denke mal, das wird sich jetzt durchziehen wie ein roter Faden. Die Frage ist halt nur, woran liegt es? Weil ich wohne ja in diesem Bereich, bei mir ist eigentlich alles grün. Eigentlich ist Rheinland-Pfalz soweit grün, halt die Ballungspunkte, klar, aber im Prinzip betrifft es ganz Deutschland. Ich starte jetzt Epic einfach nochmal neu. Nicht OBS, sondern Epic. Gucken, was jetzt kommt. Ihr seht ja, das hier ist mein Sohn. Der ist schön am Spielen. Kann mal gucken, wer sonst noch online ist. Ja, online, aber auch nur online. Der einzige, der Fortnite spielt, ist mein Sohn. Und der hat eine Switch. Also wer eine Switch hat, kann weiterhin spielen. Ihr seht ja, Server immer noch offline. Ich wollte halt in dem Sinne nochmal sagen, also bei mir ist auch alles down. Vielleicht findet ihr eine Lösung. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es wieder klappt oder bei wem es überhaupt noch klappt. Aber ich denke mal, es wird sich ziemlich schnell beheben, aber das dachten wir damals auch, wo die PS4-Server down waren und dann war 2 Monate kein PS4 da. Also es war auch nicht ganz so easy.
Aber wie gesagt, ich wollte halt in erster Linie auch Danke sagen. Jetzt fehlen uns halt wirklich, wie jetzt immer wieder voll im Trend. Uns fehlen noch 10 Abonnenten, dann kommt die nächste Zahl. Also in dem Sinne sage ich schon mal Danke nochmal. Wer noch kein Abo dagelassen hat, gerne eins dalassen. Ich hoffe, wir können schnellstmöglich wieder Fortnite spielen, weil ich habe eigentlich jetzt auch nichts großartig vor. Ich habe gedacht, oh komm, spielst vielleicht noch ein paar Runden. Wollte noch ein paar Fortnite Trading Packs aufmachen, aber da werde ich mir irgendwie was anderes einfallen lassen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.